Als nächstes wird ein bestimmtes Integral definiert und es wird mit A0 benannt. A0 ist ein Flächenstück, so heißt es im Aufgabentext, und dieses Flächenstück soll hier passend eingezeichnet oder schraffiert werden. Das heißt, wir müssen jetzt mal dieses bestimmte Integral richtig interpretieren. Dazu schauen wir zunächst mal auf die Integrationsgrenzen. Es wird integriert von e, also x-Wert e, der ist hier. Aus einer früheren Teilaufgabe wissen wir den expliziten Punkt e0, also da, wo der Graph die x-Achse schneidet. Und bis der x-Koordinate von s, also s ist ja hier und die x-Koordinate ist dann diese. Das heißt, es geht um dieses Intervall, das zwischen den beiden Fingern liegt. So, wie sieht denn der Integrand aus? Also das, was hinter dem Integralzeichen steht und von dx begrenzt wird. Das ist eine Differenz. Bei Differenzen denken wir sofort an Fläche zwischen Graphen. Der Minuend, also der Term links vom Minuszeichen, x, wird ja ausgedrückt durch diese Winkelhalbierende. Und h Stern wird ausgedrückt durch dieses Graphenteilstück. Da steht zwar jetzt gh, aber h und h Stern entsprechen sich in diesem betrachteten Intervall. Ja, und damit haben wir die klassische Situation. Wir haben hier die obere Funktion, ja, die liegt ja wirklich konsequent drüber im betrachteten Intervall. Und das hier ist immer die untere Funktion. Und damit können wir dieses bestimmte Integral also wirklich auffassen als die Fläche, die zwischen diesen beiden Graphen eingeschlossen wird in dem betrachteten Intervall. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier senkrecht nach oben, so gut ich das kann. Ja, und dann geht es eben hier um diese Fläche. Das ist eben A0. So ganz senkrecht ist mir das hier nicht gelungen. Ihr könnt es mit dem Lineal besser. So, dieses war der erste Streich. Bin nicht so ganz zufrieden, aber wie gesagt, es ist hier nicht so leicht mit dieser Tafel. Jetzt sollen wir aber auch noch eine andere Fläche betrachten. Und zwar die Fläche, die von GH oder GH Stern ihrer Umkehrfunktion, also der zugehörige Graph, und den beiden Koordinatenachsen begrenzt wird. Also ich fahre sie nochmal ab. Das ist diese Fläche hier. Und die sollen wir jetzt mit Hilfe von A0 ausdrücken. Da muss man vielleicht mal genau hinschauen. Und hoffentlich hat man aufgrund der Symmetrie zwischen Graph von H Stern und der Umkehrfunktion sofort den passenden Einfall, dass nämlich das gleiche Flächenstück A0 ja auch nochmal hier auftritt. Also ich mache es mal mit einer anderen Farbe. Also das ist ja ebenfalls A0. Und was ist das verbleibende Flächenstück? Das verbleibende Flächenstück ist ein Quadrat mit der Seitenlänge e. Also in y-Richtung genauso wie in x-Richtung ergibt sich aufgrund der Symmetrie, dass die beiden Seiten gleich lang sind und dass es tatsächlich ein Quadrat ist. Das heißt, wir haben die Quadratfläche und die ist e Quadrat. Und wir haben zweimal A0. Und das ist eben die gesuchte Fläche, die in der Angabe mit Groß A bezeichnet wird. Und das war auch schon die ganze Aufgabe.